Ein weiterer Tag in der Welt der Pokémon, Leute. Willkommen zurück. Wir haben endlich die Areale frei. Das heißt, wir sollten uns mal ein bisschen umgucken, oder? Das klingt nach einem fantastischen Plan. Genau. Auf zum Magnetilo. Zuerst mal. Sehr schön. Genau, da ist es auch schon. Ah ja, und das hier ist eine Änderung, die finde ich nicht unbedingt so toll, um ehrlich zu sein. Also beziehungsweise, das kann man jetzt natürlich unterschiedlich betrachten. Früher konntest du die Areale ja einfach frei betreten und das waren immer... waren ganz schön gestaltet an sich, jetzt hast du halt so ein Bild im Hintergrund anscheinend nur noch. Das habe ich schon im Vorfeld mitbekommen, dass sie das geändert haben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde halt ein Schnellmenü, ne, ist halt praktischer so natürlich, wenn du schnell jemanden mitnehmen willst. Aber das andere, ja, vielleicht ist es auch mit Nostalgie verbunden. Ich fand es halt schon ganz schön, wenn du diese Areale betreten konntest, die halt schön gestaltet waren als individuelle Karten so und die sich da alle frei aufgehalten haben. Weiß nicht, was mit der Illustration, ach so, wow, da werden die einfach nur ausgeblendet hier. Ja, ich finde halt beides zusammen, finde ich tatsächlich, wäre die Ideallösung. Dass ich halt ein schnelles Menü habe zum Durchswitchen und um irgendwas zu managen, aber gleichzeitig die Areale noch besuchen kann. Und ich sehe gerade, wir können hier die Spitznamen ändern. Das finde ich sehr, sehr gut, weil das fürs LP sehr praktisch ist mit meiner Einbindung von euch als Zuschauern. Weil dann seht ihr ja selbst, was wir hier alles haben. Ne, an Pokémon, dann kann ich die direkt hier anpassen und auch mal mitnehmen und so. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Und was mich tatsächlich immer noch ein bisschen stört, seht ihr, guckt euch die Icons mal genauer an. Es ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau, aber es wirkt halt echt, als hätte man die ausgeschnitten, sehr billig ausgeschnitten. Während beim Verstärken-Icon zum Beispiel ist alles richtig, das ist smooth, ne? Guckt euch es einfach mal im Detail an. Mache jetzt extra mal so einen Zoom-Effekt. Das sieht halt aus, als hätte man irgend so ein JPEG billig ausgeschnitten, so. So. Zauberstab. Ne? Und einfach mal rein. Nicht weiter auf Toleranz geachtet, was weiß ich, okay. Jetzt, ja, das gleiche übrigens beim grünen Pfeil. Das ist so ein bisschen, fragwürdig. Und es ist wirklich meckert auf hohem Niveau, aber man sieht sowas. Da sind keine sauberen Ränder an den Icons, aber... wie gesagt, ne? Es ist halt, ja, wirklich eine absolute Kleinigkeit, aber ein Detail, was mich persönlich etwas stört, okay. Ah, seht mal, wir können jetzt auch selbst Gummis essen und so. Ich denke nicht, dass ich Magnetilo an sich mitnehme, nämlich. Beziehungsweise momentan haben wir nichts anderes. Was ist denn ein DX-Gummi? Wo kriegt man denn die auch her? Erstmal sind wir dran. Oh, mehr KP anscheinend. Ein neues Talent. Was haben wir denn da? Harmonie. Je mehr Pokémon als Teammitglieder den Dungeon erkunden, desto öfter wollen sich gegnerische Pokémon im Team anschließen. Okay, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Noch eins. Angriff, okay. Dann sehen wir doch mal, was wir die noch rausholen können. Aber dann ist das mit Verstärken hier möglich, zumindest auch nochmal. Über die Areale, weil ich mich ja schon gefragt habe, geht das dann nur in Dungeons, aber geht anscheinend auch hier. Aber ob man Talente bekommt, scheint random zu sein. Oder was? Ah, jetzt, okay. Ausweichrhythmus. Wird ein Teammitglied innerhalb einer Runde angegriffen, steigt dabei jedes Mal sein Ausweichwert. Oha. Broken. Der Effekt hält nur eine Runde lang an, aber es kann sehr hilfreich sein. Wenn ein Pokémon getroffen wird, während es sich konzentriert um einen Angriff. Man kann leider nicht weitermachen hier. Ja, jetzt, okay. Um einen Angriff vorzubereiten. Es steigt jedes Mal der Ausweichwert, aber der Effekt hält eh nur eine Runde an. Deshalb habe ich ja trotzdem maximal nur einen Boost, aber das ist ja gar nicht so gut. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere gerade. Nimm mal noch eins. Ah, jetzt hat er anscheinend noch eins. Ah, auch Harmonie. Ich nehme das mal mit, weil ich glaube, mit so einem totalen Harmonie-Team hat man halt schneller neue zur Verfügung. Und das ist doch sehr praktisch. Genau, dann kriegst du jetzt noch eins. Ich bin total fies zu Magnetilo. Weil ich
Hab irgendwie echt keinen Bock auf Magnetilo, um ehrlich zu sein. Da holen wir uns später irgendwas anderes. Keine Ahnung, gibt's große Magnetilo-Fans? Ich glaube nicht so wirklich, oder? Bestimmt irgendwo, bestimmt. Ach ja, wir haben noch Post, genau. Jetzt aber. Ein besonderes Geschenk. Als Belohnung für deinen unermüdlichen Einsatz hat die Rettungsorganisation ein besonderes Geschenk für dein Retterteam. Löse das beigefügte Intensivticket A. Oh. Das ist natürlich ganz gut, aber damit sind wir sparsam. Ist etwas, wenn du hungrig bist. Ja, obvious und so. Alles klar. So. Wollen wir noch mal sehen, was wir an neuen Aufträgen gegebenenfalls haben. Und inzwischen ist es auch schon ein bisschen mehr. Na, nur seltsame Höhle. Die ist anscheinend neu dazugekommen. Teambeleber-Orb. Reinsamen. Eventuell gehen wir aber noch mal kurz in den Stahlberg. Da haben wir zumindest drei Sachen offen. Natürlich kommt es auch ein bisschen auf die Belohnungen an. Hier heißt es etwas Besonderes. Ah ja, ich glaube, das könnte sogar ganz wichtig sein. Hängt das zusammen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Das sieht nämlich so aus, als würde es das tun. Dann gehen wir, glaube ich, da nochmal kurz rein erstmal. Ja, ist in Ordnung. Wird der Auftraggeber zu deinem Mitstreiter? Ah. Okay, aber das müssten wir, glaube ich, haben sogar. Da haben wir ein Plussel und ein Minun. Ist auch nicht schlecht. Ja. Können wir gerne mitnehmen. Kann sich auch gerne jemand organisieren. Aber hier seht ihr genau das Gleiche mit den Icons. Keine Ahnung. Da hat auf jeden Fall ein Mitarbeiter gefailt. Das ist ganz klar. Weil das ist jemand, der neu mit einem Bildbearbeitungsprogramm arbeitet. Und noch nicht richtig weiß, wie man schön sorgsam Dinge ausschneidet. Dass die Transparenz, also dass es so smoothe Verläufe gibt an Rändern und so. Also, ja, gut, okay. Das sollte man eigentlich schon können. Also, keine Ahnung, wer dafür zuständig war. Aber, lieber Icon-Designer, du hast noch ein bisschen was zu lernen. Oder jemand hat's verbockt bei der UI, keine Ahnung. Wird derjenige ihn eh nie hören, aber egal. Vielleicht machen sie ein Update, keine Ahnung. Es ist halt die absolute Kleinigkeit. Und jetzt, wo ich darauf achte, fällt es mir selbst hier noch auf. Oh Gott. Ah. Nicht perfekt gearbeitet. Aber egal. Ernsthaft, man kann auch, was weiß ich, was für Probleme haben, was. Okay, die seltsame Höhle ist jetzt ganz neu. Und hier können wir uns jetzt allerdings mal austoben ein bisschen. Warum ist hier so ein... Oh, Galopper. Super Gegner. Okay, krass. Ist allerdings sehr gefährlich für uns. Gut, mit Boden geht's dann mal, ne? Aber Bisasam hat seine Schwierigkeiten damit. Wir gehen nochmal in die Donnerhallhöhle, würde ich sagen. Okay. Team Nummer 1. Das ist jetzt erstmal in Ordnung, würde ich sagen. Wir schauen einfach mal, was wir rekrutieren können und gut ist. Andererseits, ja, mehr schadet ja nie. Genau, da ist das Magnetilo, dann nehmen wir es halt mal mit. Klar. Außerdem hilft es ja auch mit Harmonie zusammen. Ne? Je mehr Teammitglieder, desto wahrscheinlicher. Ja, ich denke, wir haben auch mehr als genug dabei. Das sollte erstmal kein Problem sein. Einmal zurück hierher. Genau, ab jetzt können wir also endlich mal was mitnehmen. Ach du meine Güte, erstmal richtiger Debuff hier. Also das war noch Geduld von dir, was da getriggert hatte. Ich gehe einfach mal weiter. Schauen wir, was wir unsere Aufträge zügig erledigen. Da ist ja auch schon das Puzzle. Okay. Oh, ist schon wieder alles voll. Das ging ja fix. Hatte gar nicht auf dem Schirm, dass wir noch so viel dabei haben. Ehrlich gesagt. Huch.
Ja, für einen Apfel und so ist noch zu früh. Okay, dann lass mal gut sein. Beim nächsten Mal lagern wir wieder was ein, würde ich sagen. So, Nummer 1. 3 Aufträge haben wir. Guckt es euch an, es ist nicht cute. Ein Plussel. Nein, wir wollen den Dungeon nicht verlassen hier. So. Hier haben wir zumindest einen Nidoran. Irgendeiner wollte sogar eins sein. Vielleicht haben wir Glück, aber ich werde Spitznamen später in den Arealen vergeben. Weil dann bin ich da voll und ganz flexibel. Dann kann man das jederzeit machen. Das klingt eigentlich nach einer sinnvollen Sache. Noch ist niemand in der Laune anscheinend. Nanu, noch ein Plussel. Echt? Kann es sogar sein, wartet mal, ich überlege gerade, war das ein Auftrag, der eventuell, dass man eins nur in Rot bekommen hat und eins nur in Blau und jetzt gibt es halt beide? Das kann ich mir sogar ganz gut vorstellen. Wäre ja nicht ungewöhnlich für Pokémon, dass man das so macht. Man braucht ja immer einen Kaufgrund für die Editionen, beziehungsweise geht es ja auch ums Tauschen. Und ja, Mystery Dungeon wird da nicht sehr viel anders sein, was das betrifft, ne? Da konnte man sich ja Aufträge hin und her schicken mit Codes, das weiß ich noch. Immer noch niemand. Die wollen uns alle nicht. Okay, schlussendlich noch einen Waumpe und dann sollten wir hier fertig sein. Warte, was? Ach, so war das. Oh Gott, das ist ja total umständlich. Warum geht das nicht einfach direkt? Ich meine, Meditier ist ja direkt hier. Ach ja, das Magenvolumen kann sich auch mal vergrößern, wenn man das so macht. Das heißt, doch lieber mal was essen. Dann wieder was mitnehmen. Super. Jetzt kriege ich es nicht daneben, oder was? Und schieben kann man es... Ah, okay, es geht also auch so. Alles klar. Ist trotzdem ein bisschen umständlich gefühlt, aber wie auch immer. Ah, ist das nicht schön? 3 Aufträge haben wir und wir können raus. Nur leider nichts bekommen an sich. So, keine neuen Pokémon. Danke, dass du mich zur Wampel geführt hast. Hier bitte deine Belohnung. Das ist schick. Ah ja, genau. Jetzt kriegen wir auch Rettungspunkte anscheinend. Ich glaube, die haben wir vorher gar nicht bekommen. Auch eine schicke Anzeige hier. Danke für deine Hilfe. Hier bitte deine Belohnung. Oh. Gibt ordentlich Punkte. Ah, das war noch nicht alles. Plussel ist tief beeindruckt und tritt Team Hard Hero bei. Jawohl. Noch nicht in Camps vorhanden. Unnachgiebigkeit. Ich bin dir unendlich dankbar, dass du Plussel gerettet hast. Hier bitte deine Belohnung. Noch ein Intensivticket obendrauf, auch nicht schlecht. Und hier genau das gleiche. Sehr schön. Schutzrhythmus. Muss man sich alles erstmal angucken, was es damit so auf sich hat. Und bald sollte auch die Story natürlich weitergehen, aber ich glaube fast, wir müssen erstmal den nächsten Rang erreichen. Was wir vielleicht sogar problemlos noch in einem Part schaffen können. Wir sind ja jetzt eine knappe Viertelstunde dabei. Guten Morgen, Chris. Geben wir heute wieder alles. Neue Post für uns. Klonk. So, nach Post suchen.
Ach, jetzt haben wir sogar mal einen Rettungsauftrag darüber bekommen. Das ist ziemlich cool. Dann kriegen wir sogar gleich einen Regenbogengummi, also erstrebenswert das Ganze. Ja, und hier kriegt man halt sehr viele Hinweise einfach nur, aber die können wir auch erstmal getrost ignorieren. Einmal geht das nochmal ins Infobrett. Genau, also so hätten wir auch theoretisch dann mehrere Aufträge. Hier sind die Belohnungen natürlich auch nicht schlecht. Scanner-Stirnband. Pürsif-Schal, etwas Besonderes. Ich glaube, wir gehen noch einmal in den Stahlberg. Etwas Besonderes, darauf sollte man ja anscheinend eher achten. Wenn ich das richtig sehe. Und dementsprechend kümmern wir uns auch darum. Und lagern mal ein bisschen was ein. Auch dafür wird es mal Zeit. Ja. So. Paralyse ist bei uns ja sowieso sowas, das wird nicht häufig auftauchen beim aktuellen Team. Und ich lage auch da mal ein bisschen was ein, kann ja nicht schaden. Auch solche Sachen hier. So, ich denke, das reicht erstmal. Ein paar Slots frei, können uns ordentlich bedienen. Und später sicherlich auch mal ein paar Sachen wieder verkaufen. Alles klar. Einmal führt uns die Reise wieder zum Stahlberg. Ah, seht mal, jetzt ist Galoppa wieder hier. Ich denke schon, dass wir dem gewachsen sind. Seltene Schätze kriegen wir. Okay, Leute. Zeit für einen krassen Boss dann vielleicht sogar. Mal sehen. Mal sehen, ob wir das schaffen können. Oh Gott. Aber es macht den Part wenigstens spannender an der Stelle. Finde ich gut. Stellen wir uns die Herausforderung. Trainingsschalter? Oh. Oh. Das klingt fantastisch. Mit dir. Hat sich schon mal gelohnt, dass wir aufgeräumt haben. Gleich meine Luxusbox abgestaubt. Autsch. Da müssen wir halt sofort nachheilen, wenn das passiert. Ist immer sehr gravierend. Eine echt fiese Sache. Wobei die Autoregeneration ist echt um einiges höher, als ich erwartet hätte. Da gerade dieser Effekt aktiv ist, ich weiß nicht, ob der zur nächsten Ebene anhält. Rasten wir ruhig noch ein bisschen aus. Genau. Gleich mein Levelaufstieg. Hervorragend. Was machen die denn? Die verfolgen uns ja gar nicht. Die sind einfach an sich irgendwie unterwegs. Und irgendwie sind ja nur Popanzes aktuell aktiv. Auch seltsam. Autsch. Weg mit dir. So. Traumfalle. Achso, wir sind nicht eingeschlafen. Das wäre quasi einschläfern gewesen. Hat sich auch unser Item bereits bezahlt gemacht. Auch nicht schlecht. Achso, wenn wir schon da noch einen Gegner haben, dann... machen wir es erstmal so. So. Oh. Wie sich's bezahlt gemacht hat. Ah, das Zickzacks. Trotzdem, es will irgendwie nicht so wirklich sich irgendwas anschließen. Könnt mir gerne schreiben, wenn es noch irgendwelche Tricks gibt, dass das leichter passiert. Kann aber auch sein, dass wir einfach aktuell noch nicht wirklich die Areale haben. Da habe ich gerade gar nicht so den Überblick. Und schwupp, wieder raus. Ah, nö, wir bleiben hier.
haben noch ein bisschen was zu erledigen. Aber tendenziell bisher macht das wirklich ganz gut Spaß. Wobei, ja, ich meine, es ist relativ entspannend. Das wird sich später wahrscheinlich in manchen Dungeons enorm ändern. So werden irgendwelche krassen Monsterräume noch dazukommen und so wird die ganze Sache, glaube ich, auch stellenweise mal eskalieren. Aktuell ist das natürlich noch easy peasy. Aber an sich, das hat halt auch alles irgendwo einen gewissen Stil. Das ist natürlich ein Remake und so. Aber gut, ich muss auch sagen, ich hatte an Gen 18 X auch gut Spaß, aber es hat halt so viele Flaws. Oh mein Gott. Und das ist halt das andere, wenn ich jetzt ein Spiel bewerte, muss ich natürlich auch irgendwie bewerten, wie viel Spaß ich damit hatte. Deswegen steht Gen 8 tatsächlich nicht mal so schlecht da. Aber wenn es rein um den Vergleich innerhalb der Reihe geht oder gar mit anderen RPGs, hört es dann endgültig auf, was man übrigens meiner Meinung nach erbringen darf auf jeden Fall. Das ist eigentlich ein interessantes Argument an sich, weil ich sage ja immer, Pokémon ist sowieso ein RPG an sich und es muss sich dementsprechend auch mit anderen RPGs messen. Pokémon hat natürlich ein einzigartiges Konzept an sich, was halt wirklich gut funktioniert. Und das ist natürlich die ganz klare, primäre Stärke von Pokémon. Ne? Ich meine jetzt die Hauptreihe. Mystery Dungeon ist natürlich nochmal was anderes. Geht das gerade nur von der Hauptreihe, aber ja. Und natürlich steht auch für mich immer das Fangen, das Kämpfen im Vordergrund. Aber viele Leute meinen ja, das würde eine Story gar völlig obsolet machen. Das braucht es dann quasi gar nicht mehr, weil das Konzept ist ja alles. Finde ich aber immer ein bisschen schwach. Weil wenn ich das mal auf andere Spiele anwende, würden die doch gewaltig an Qualität einbüßen. Wenn ich nach dem Schema bewerten würde. Und ich meine, allein das Competitive Game in Gen 8 ist halt auch komplett kaputt. Dynamaxing ist halt auch eine schwierige Mechanik, um sie vernünftig umzusetzen. Competitive, muss man dazu sagen. Läuft dann alles immer im selben Schema ab in den meisten Kämpfen. Und Smogon hat das ja zu Recht relativ frühzeitig dann gebannt, weil es nicht anders geht. Alles klar. Und ich meine an sich, du kannst ja immer, das ist ja immer so eine Sache natürlich. Natürlich müssen Pokémon-Stories ein bisschen kindlicher sein, das ist logisch. Sind halt für eine breite Zielgruppe. Das hast du dann immer so, aber die wirklich guten Writer, die schaffen es, Messages zu vermitteln, die unscheinbar sind. So, ich denke da zum Beispiel an wirklich gute Kinderserien und so. Die schaffen es zum Beispiel immer, das noch durchaus was übrig bleibt fürs erwachsenere Publikum. Irgendwas Gesellschaftskritisches etc. Moment mal, ich wollte den Dungeon nicht verlassen und weitergehen. Und man dadurch natürlich durchaus auch eine gewisse Tiefe aufrechterhalten kann. Jetzt haben wir das Galoppa noch gar nicht genau. Das wäre noch so ein Ziel. Ah, ich spreche es gerade an und prompt taucht es anscheinend auf. Okay. Da arbeiten wir selbstverständlich mit der Knochenkeule, würde ich mal sagen. Ich meine, das war jetzt auf B. Achso, Moment, wir waren noch zu weit weg. Das war jetzt eher schlecht. Oh oh. Uah, das ist schmerzhaft. Moment, Moment, Moment. Oh Gott. Gönn dir mal eine Sinabeere, bitte. Autsch. Das scheint sehr schwierig möglich zu sein. Oh Gott. Autsch. Oh mein Gott. Das ist gruselig. Heißt wohl nicht umsonst Supergegner. Au Backe.
Und das war's mit Bisasam. Oh Gott. Komm zurück. Hier, Knochenkeule. Oh, ein Schlaf, okay. Es ist eingeschlafen, Leute. Okay, aktuell sind wir bei Gesundheit. Wartet mal, vielleicht machen wir irgendwas anderes. Kursiv trifft, glaube ich, auch uns, oder? Direkt vor sich heißt es aber nur. Also vielleicht können wir es ausprobieren. Wisst ihr was? Ja, schmeiß. Werfen. Oh ja, das war gut. Yes! Sehr gut. Ich glaube, das war sehr sinnvoll, das Teil zu schmeißen. Das Beste, was ich noch in petto hatte. Und ich habe einen Silberblick. Der ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht, weil man ihn gut linken kann. Das sollte klar sein. Ich glaube, ich nehme sogar den Wirbler dann erstmal raus. Dann kombinieren wir Durchbruch oder Knochenkeule mit Silberblick. Ja. Finde ich tatsächlich ganz gut. Ist halt zum Linken einfach klasse. Darf man nicht unterschätzen, was in der normalen Reihe natürlich eher schlecht wäre. Hier auf einmal durchaus sehr gut einsetzbar. Ach, wir haben alles schon erledigt, oder? Ich glaube, ich habe vorhin gar nicht drauf geachtet. Dann schauen wir, dass wir rauskommen. Aber ja, wir haben einen super Gegner erledigt. Wir haben unsere Rettungsaufträge abgeschlossen. Ich glaube, es könnte schon für den nächsten Rang dann reichen. Sehen wir mal. Ganz zum Schluss nochmal eine richtig verwirrende Ebene. Ah, das sieht gut aus. Oh, ein Tannenhill. Anscheinend haben wir jetzt gar nichts, wenn es auf Distanz geht. Das ist natürlich auch nicht unbedingt so toll. Ja, ein Tannenhill wäre natürlich super. Mein Metacross. Das wäre heftig. Okay, hier ist gar niemand. Kann sich das noch ändern? Oh, Solarstrahl. Krass. Wie gut. Mehr Regenbogengummis und Zink. Das ist doch super. Ja, hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht heute. Danke für deine Hilfe. Hier bitte deine Belohnung. Und auch Zickzacks ist dabei. Boah, geht klar. Wunderheilung. Es ist schön, dass man zwar den Namen sieht, aber es wird einem nicht nochmal erklärt, was es eigentlich konkret macht. Müsste ich später erst nachschlagen. Fände ich auch wieder besser, wenn ich es direkt dann wüsste schon. Okay, anscheinend brauchen wir 400 Punkte. Ich dachte, wir bräuchten nur 300. Heißt, aber beim nächsten Mal haben wir es dann. Das finde ich super. Am nächsten Morgen machen wir noch einmal auf und dann würde ich sagen, sind wir für heute eigentlich soweit fertig. Hat doch wieder gut Spaß gemacht. Morgen, lass uns auch heute wieder unser Bestes geben. Ah, es passiert sogar noch was. Echt jetzt, das ist die Basis von diesem Team Hard Hero? Hier ist absolut nichts. Tote Hose. Echt trostlos, finde ich nicht. Geradezu deprimierend. Ja, welches Retterteam hat schon so eine Bruchbude als Basis? Wie uncool. Was wollt ihr hier? Oh, seht mal, ein Briefkasten. Hätte ich in so einem Loch nicht erwartet. Stimmt, los, sieh nach, was drin ist. Hey, sag mal, tickt ihr noch ganz richtig? Volltreffer, wenn das mal keine Rettungsaufträge sind. Entzückend. Steck sie alle ein. Hey, bei euch piept's wohl. Die waren für uns bestimmt. Finger weg. Pah, ist doch egal, wer den Job macht. Hauptsache ist doch, dass er gemacht wird. Wir sind nämlich auch ein Retterteam, damit ihr es wisst. Allerdings führen wir absolut nichts Gutes im Schilde. Als Retterteam kann man sich so gut wie alles leisten.
keiner muckt auf. Das ist unser Trick. Mehr Schein als Sein, aber das bleibt unser Geheimnis. Jetzt geht's nur um eins, die Weltherrschaft. Wie bitte? Weltherrschaft? Hab ich da gerade verhört? Nein, 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 du hast schon richtig gehört. Deshalb schaffen wir ordentlich Zaster und vergrößern laufend unsere Bande. Bald gehört die Welt uns. Ihr wisst. Und wisst ihr, wie wir uns nennen? Team Übel, dein Name ist Programm. Das ist das böseste und durchtriebenste Team weit und breit. Bis bald, ihr Dumpfbacken. Hey, wartet. Weg sind sie. Was für Ekelpakete. Erstmal Diebstahl, gibt's ja eine Polizei und so. Und der Briefkasten ist leer. Sie haben einfach alles mitgehen lassen. Aber gleich kommt der nächste Auftrag, na sowas. Klonk. Denen zahlen wir schon noch heim. Da hatten wir Glück im Unglück. Pelipa hat uns neue Post gebracht. Wenigstens können wir so weiter Pokémon retten. Aber diese Typen. Das nächste Mal lasse ich sie nicht so leicht davonkommen. So. Ja, die seltsame Höhle, da können wir uns beim nächsten Mal, denke ich, ganz gut umgucken erstmal. Das hier können wir wegnehmen, denke ich, erstmal. Finde Freunde mit dem Knuddelluff-Orb. Ah, okay. Anscheinend kann man das dann dort direkt einsetzen. Damit man wohl gleich das passende Areal bekommt, oder wie? Aber es wäre ein bisschen broken, oder? Je nach Areal. Ach so, wir können das dann quasi dynamisch erwerben. Okay. Auch nicht schlecht, ja. Aber eher was, das man verkauft. Ich meine, das kann ich auch gleich hier erledigen. Wäre Quatsch. Lieber verkaufe ich das. Müsste schon eine absolute Ausnahme sein. Ja, wie auch immer. Wir sind fertig für heute. Insofern. Ja, beim nächsten Mal Seltsamhöhle. Dann sollte unser Rettungsrang aufsteigen. Und dann können wir bald hoffentlich auch Gengar hinterherjagen. Mal sehen. Bis zum nächsten Mal.